Hallo, meine Lieben! Na, grüß dich, Cookie! Du bist aber klein. Warte mal, ich muss dich mal ein bisschen nach oben holen hier. Ich bin doch eine Kleine! Ich hab mich bloß tiefer gesetzt. Oh, jetzt bin ich höher. Na, wie geht's euch denn da draußen? Ich hoffe, euch geht's gut, oder? Auch, guckt mal das Wetter. Bei uns liegt gar kein Schnee mehr. Also der Schnee, ich denke, das hat sich jetzt langsam mal erledigt. Ja, und wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Dann machen wir ja wieder Schneeballschlacht. Weißt du was, Cookie? Heute singen wir ein Lied von deiner Mama. Meine Mama? Ja, die kenne ich ja gar nicht. Ich glaube, da geht's den Kindern viel besser. Die kennen nämlich alle ihre Mama. Aber bevor wir das Lied von unserer Mama singen, habe ich noch eine Idee. Ich habe heute mal mir überlegt, wir könnten mal dieses Instrument angucken. Guckt mal. Oder dieses. Was ist das? Ich weiß es. Na, du weißt das, das weiß ich. Wir wollen noch mal die Kinder fragen. Was hat denn der Herr Oettel hier manchmal? Womit spielt er? Eine Mundharmonika, genau. Eine Mundharmonika. Und da gibt es ganz unterschiedliche Mundharmonikas. Ja, wir gucken mal ganz tief rein. Guckt mal, so sieht das da drinnen aus. Boah, seht ihr da was? Na ja, schwierig zu sehen, ja. Wenn man ganz genau hinguckt, sieht man, da sind ganz kleine Metallblättchen drinnen. Und da, was brauchen wir denn für das Instrument überhaupt? Ganz viel Luft. Naja. Ich könnte nicht spielen. Ich kann nämlich nicht so dolle Blasen wie du. Ach, naja, ist ja auch nicht so schlimm. Muss ja auch nicht jeder Mundharmonika spielen. Aber wenn Luft reinkommt, so, dann bewegen sich Blättchen, ganz kleine Blättchen. Und wenn ich da Luft reinpuste, dann fangt ihr an zu ganz schnell hin und her schwingen. Und wenn ich wieder die Luft reinziehe, kommen wieder andere Blättchen, die sind nämlich so rum, dann schwingt die ganz schnell. Ja, also wer sich das mit der Mundharmonika überlegt hat, ganz toll. Man sagt auch, das ist ein Hosentaschenorchester. Ja, warum? Weil da ganz viel verschiedene Töne kommen und die kann man in die Hosentasche stecken. Zack, ist sie weg. Und dann geht man wandern und dann holt man die raus und dann spielt man zum Beispiel. Ja, alle Vöglein sind schon da. Oder da werdet ihr fragen, warum macht denn der Herr Oettel die Hand so? Naja, ihr wisst doch mit der Gitarre. Die Gitarre hat einen Schallkörper. Und die hat auch einen Schallkörper, ne? Seht ihr das von hier hinten? Ja, die ist von Lee Oscar. Ja, und die hat auch einen kleinen Schallkörper. Und wenn man da hinten noch einen Hohlraum macht, wie eine Höhle, dann wird die noch lauter, die Mundharmonika. Ja, also ein ganz tolles Instrument. Und am meisten spiele ich mit der großen hier. Ja, das ist nun mal so. Ja, und beim Blasinstrument, ja, da muss man manchmal wieder mal sauber machen, weil da entsteht manchmal ein bisschen was dann hier dran kleben bleibt. Aber das ist ein cooles Instrument. Und ihr wisst ja auch, der Herr Oettel, der hat noch so ein Gestell. Ja, sieht interessant aus. Und das hänge ich hier drum, wie eine Kette. Aber das ist natürlich keine Kette. Und hier kann ich was aufmachen, seht ihr das? So, mache ich auf und dann klemme ich mir die Mundharmonika hier dazwischen. So. Und jetzt kann ich spielen. Ja, das Lied kennt ihr natürlich auch. Gut, Cookie, also jetzt wollen wir doch das Lied von der Mama singen. Los geht's. Weil nämlich
bald Mutti-Tag ist. Ja, und zum Mutti-Tag, da kann man ruhig auch mal ein Lied singen, ne? Weil du meine Mutti bist, mag ich dich so sehr. Ich hab dich lieb, so wie du bist, und geb dich niemals her. Ich malte dir zum Muttertag das schönste Bild der Welt. Nun hoffe ich, dass dir mein Bild genauso gut gefällt. Weil du meine Mutti bist, mag ich dich so sehr. Ich hab dich lieb, so wie du bist, und geb dich niemals her. Ich schenke dir den Blumenstrauß und sage Dankeschön. Wie gut ich dir von Herzen bin, das kannst du daran sehen. Weil du meine Mutti bist, mag ich dich so sehr. Ich hab dich lieb, so wie du bist, und geb dich niemals her. Und legst du deinen Arm um mich, drück ich mich fest an dich. Und du lässt mich und ich lass dich im Leben nie im Stich. Weil du meine Mutti bist, mag ich dich so sehr. Ich hab dich lieb, so wie du bist, und geb dich niemals her. Wenn ich einst selber Kinder hab, so kommt's mir in den Sinn. Wünsch ich, dass ich genau wie du so eine gute Mutti oder so ein guter Vati bin. Weil du meine Mutti bist, mag ich dich so sehr. Ich hab dich lieb, so wie du bist, und geb dich niemals her. Kinder, ihr wisst ja, der Mutti-Tag ist noch nicht gleich morgen, aber man kann schon mal anfangen, ein schönes Bild zu malen oder ein Gedicht zu lernen oder, wenn es dann soweit ist, ein paar schöne Blumen pflücken. Kann man machen. Und, naja, wir denken an deine Mama, auch wenn wir nicht mehr wissen, wer deine Mama ist. Ja, das ist aber lieb. Liebe Mama, liebe Grüße vom Cookie. Okay. Ja, bei den Tieren, die wissen dann manchmal nicht, wer ihre Eltern sind. Aber wir wissen das. Und da sollte man immer mal was Gutes tun. Ein schönes Lied singen, Blumen schenken oder auch mal feuchen. Ist manchmal gar nicht so einfach, ne? Tschüss, bis zum nächsten Mal.